Nina von Max enttäuscht. Der Tipp hätte eher kommen können. Nina aus Bielefeld scheidet in den Battles bei The Voice Kids aus. Bielefeld, ihr Name, Nina Bieber, klang vielversprechend. Mit viel Power sang sich die 14-Jährige in die Battles bei der Sat.1 Casting Show The Voice Kids. Am Sonntagabend war es dann soweit. Fans und Familie fieberten mit der Bielefelderin mit, die im Team von Max Giesinger, der selbst durch The Voice of Germany deutschlandweit bekannt wurde, um den Einzug in die Sing-Offs kämpfte. Im Girl Power Battle, wie der Coach es selbst bezeichnete, musste die Schülerin gegen ihre gleichaltrigen Teamkonkurrentinnen Selina und Natalia Choi antreten. Gemeinsam sangen sie den Song Fairy Walk von Katy Perry. Von Beginn an lieferte Nina in der Show ab. Doch die Konkurrenz schlief nicht. Hinterher gab es für alle ein dickes Lob von Coach Max. Echt krass, was ihr für eine Energie habt. Ihr habt mich total weggeblasen, sagte er. Ich bin unfassbar stolz auf euch, fügte er später an. Mark Forster war ebenfalls überzeugt. Es ist echt schwer, hier die Leute zu begeistern. Aber das habt ihr geschafft. Nina bekam von Max dann noch ein extra Lob für ihre kraftvolle Stimme und Power. Gleichzeitig gab er ihr einen Rat mit auf den Weg: Behalte das mit der Power, aber setz es richtig ein. Ein Hinweis, der für die Schülerin zu spät kam. In die Sing-Offs wählte der Sänger nämlich nicht sie, sondern Konkurrentin Natalia Choi, zu der auch Coach Nina geraten hatte. Nina zeigte sich darüber leicht enttäuscht. Es wäre schön gewesen, wenn er mir den Tipp vor der Sendung gegeben hätte und nicht nachher, sagte sie gegenüber der Neuen Westfälischen. Mit der Musik will sie trotz des Ausscheidens in den Battles nicht aufhören. Ich muss mich jetzt selber darum kümmern, wie es weitergeht. The Voice Kids ist nicht das Wichtigste.